Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Die Abenteuer der schönen Chariclea von Heliodor, Teil 1. Ein heiterer Tag kam herauf und die ersten Strahlen der Sonne fielen gerade auf die Berge über der Herakles-Mündung des Nils. Da spähten Männer, sie waren wie Räuber bewaffnet, von den Höhen nieder. Eine Weile wanderten ihre Augen über das Meer, das unter ihnen lag, aber umsonst suchten sie auf der weiten Fläche. Sie war von keinem Segel belebt, das ihnen Beute versprach. Ihre Blicke senkten sich zu der nahen Küste hinab. Dort bot sich ihnen ein seltsames Schauspiel. An dem Ufer lag, fest verteut, ein großer Frachter, völlig menschenleer, aber schwer beladen, wie man auch aus der Ferne vermuten konnte. Das Schiff war bis zur dritten Gürtellinie ins Wasser gedrückt. Viele Erschlagene bedeckten den Strand, die einen schon tot, andere sterbend. Die noch zuckenden Glieder verrieten, dass der Kampf eben erst zu Ende gegangen war. Ein seltsamer Kampf offenbar, wie man aus den hinterlassenen Spuren schließen konnte. Wirr durcheinander lagen die jammervollen Reste eines unglückseligen Festmahles, das so hatte enden müssen. Einige Tische standen noch voller Speisen, andere waren umgestürzt und noch von den Händen der Kämpfer umklammert, denen sie als Waffe im Kampf gedient hatten. Wieder andere lagen über Erschlagenen, die geglaubt hatten, unter ihnen Schutz zu finden. Trinkgefäße waren umgestülpt, den umklammernden Händen der Trinkenden oder derer entglitten, die aus ihnen Wurfgeschosse gemacht hatten. Denn der plötzliche Überfall hatte sie veranlasst, den Bechern eine neue Bestimmung zu geben und sie als Waffen zu gebrauchen. Nun hatte sie alle der Tod ereilt, den einen durch einen Beilhieb, den durch einen Steinwurf, die Brandung an Ort und Stelle hatte die Steine geliefert, diesen durch den Schlag einer Keule, jenen durch das Feuer einer Pechfackel, den einen hier, den anderen dort. An den meisten hatten Pfeil und Bogen ihr Werk getan. Das Bild, das sich den Augen der ägyptischen Räuber bot, umfasste auf engem Raum ein scheußliches Gemisch aus Wein und Blut, Mahl und Kampf, Trunklust und Mordgier. Ohne die Zusammenhänge zu begreifen, starrten die Männer auf die Szene hinab. Sie hatten die Unterlegenen vor sich, aber kein Sieger ließ sich blicken. Sie sahen einen vollkommenen Sieg, aber die Siegesbeute war unberührt. Das Schiff von der Mannschaft verlassen, ungeplündert, als sei es von vielen bewacht, schaukelte es friedlich an den Ankertauen. Sie wussten nicht, was das alles bedeutete. Sie sahen nur die reiche Beute vor Augen, betrachteten sich als die Herren des Schlachtfeldes und gingen ans Werk. Als sie sich dem Schiff und dem Leichenfeld bis auf kurze Entfernung genähert hatten, bemerkten sie ein noch seltsameres Schauspiel. Auf einem Felsen saß ein junges Mädchen von wunderbarer Schönheit. Man hätte sie für eine Göttin halten können. Ihr Antlitz war voll Trauer, aber noch immer atmete es Hochsinn und edlen Stolz. Das Haupt war mit Lorbeer geschmückt. An der Schulter trug sie einen Köcher. Den linken Arm stützte sie auf den Bogen, schlaff hing die Hand herab. Den rechten Ellbogen auf dem Schenkel ließ sie die Wange in der Hand ruhen. Unbewegten Hauptes hielt sie den gesenkten Blick auf einen jungen Mann gerichtet, der auf dem Boden lag. Er war über und über mit Wunden bedeckt, und jetzt eben schien es, als erwache er langsam aus einem todähnlichen Schlaf. Noch immer zeigte sein Gesicht männliche Schönheit, und das über die Wangen herabrinnende Blut ließ die weiße Hautfarbe noch stärker hervortreten. Sein Zustand machte ihm die Lider schwer,
aber die Erscheinung des Mädchens zog seine Blicke dennoch mit unwiderstehlicher Gewalt auf sich. Tief holte er Atem, ein Stöhnen drang aus seiner Brust. »Liebste«, sagte er mit schwacher Stimme, »lebst du wirklich, oder bist du selbst ein Opfer dieses Kampfes? Kannst du aber auch nach dem Tod nicht von mir trennen, dich? Und klammerst dich noch dein Schattenbild und deine Seele an mein Unglück?« Sie wies auf das Schwert, das auf ihren Knien lag. »Leben oder Tod hängt für mich von dir ab. Siehst du diese Waffe? Bis jetzt habe ich nicht danach gegriffen, weil den Atem noch ging und meine Hand zurückhielt.« Mit diesen Worten erhob sie sich von dem Felsen. Die Räuber, erstaunt von der Erscheinung erschreckt und wie vom Blitz getroffen, versteckten sich da und dort im Gebüsch. Hoch aufgerichtet erschien ihnen jetzt das junge Mädchen noch größer und göttlicher. Ihre Pfeile klirrten bei der heftigen Bewegung im Köcher, das Brokatgewand glänzte golden in der Sonne. Ihre Haare, unter dem Lorbeerkranze aufgelöst wie die einer Bacchantin, flatterten im Winde und bedeckten fast ihren ganzen Rücken. Mehr noch als das, was sie sahen, schreckte sie das Rätselhafte dieser Vorgänge. Für die einen war sie eine Göttin, Artemis oder Isis, die Göttin ihres Landes, für die anderen eine von einem Gott besessene Priesterin, die das ungeheure Blutbad angerichtet hatte, dessen Augenzeugen sie waren. So dachten sie, den Sachverhalt kannten sie ja noch nicht. Plötzlich beugte sich das Mädchen über den jungen Mann, schlang unter Tränen und Küssen die Arme um ihn. Schluchzend wischte sie ihm das Blut ab. Sie hatte ihn wieder, aber noch konnte sie es nicht fassen. Dieser Anblick brachte die Ägypter auf andere Gedanken. »Das kann doch keine Göttin sein«, sagten sie. »Eine Göttin kann doch einen Toten nicht leidenschaftlich küssen.« So machten sie einander Mut, sich zu nähern und nach dem Rechten zu sehen. Entschlossen eilten sie hinunter und fanden das Mädchen noch immer um die Wunden des jungen Mannes bemüht. Sie blieben hinter ihr stehen und wagten nicht, etwas zu sagen oder zu tun. Ein Geräusch und die Schatten der Männer, auf die gleichzeitig ihr Blick fiel, ließen das Mädchen den Kopf heben, aber nur einen Augenblick. Dann beugte sie sich wieder über den Verwundeten. Die wilden, schwarzen Gesichter und das Brigantenmäßige in der Erscheinung der bewaffneten Männer hatten sie nicht im geringsten erschreckt. Sie dachte nur an den, der vor ihr lag, und an seine Pflege. So sehr lassen tiefe Leidenschaft und reine Liebe alles vergessen, was nichts mit ihnen zu tun hat. Schmerz oder Freude haben Augen und Gedanken nur für den Geliebten. Indes waren alle Räuber heruntergekommen und standen vor ihr, allem Anschein nach zu irgendetwas entschlossen. Da blickte sie von Neuem auf und musterte die dunkelhäutigen, abstoßenden Gestalt. »Seid ihr die Geister der Gefallenen, die hier liegen«, sprach sie, »so lasst uns in Ruhe. Ihr habt euch ja zum größten Teil gegenseitig umgebracht. Soweit ihr von unseren Händen gefallen seid, seid ihr Opfer der Notwehr gegen einen frechen Überfall auf mich geworden. Wenn ihr jedoch Lebende seid, so seid ihr offenbar Räuber und kommt zur rechten Zeit. Tötet uns und macht damit unserem Elend und unserer Tragödie ein Ende.« So bat sie verzweifelt. Doch konnten die Männer, die der griechischen Sprache nicht mächtig waren, kein Wort verstehen. Sie kümmerten sich denn auch nicht mehr um die beiden. Ihre Schwäche bot ihnen Sicherheit genug. Sie stürzten an Bord des Frachtschiffes, um es auszurauben. Ohne sich mit der übrigen reichen Ladung abzugeben, trugen sie die Gold- und Silbersachen, die Edelsteine und Seidenstoffe an Deck. Jeder nahm davon, was er nur konnte. Als sie genug zu haben glaubten, und sie hatten wirklich überreichlich erbeutet, selbst für Räuberhunger,
brachten sie alles an Land und teilten es ballenweise untereinander, nicht nach dem Wert der einzelnen Dinge, sondern nach deren Gewicht. Was mit dem Mädchen und dem Verwundeten geschehen solle, wollten sie dann erst überlegen. In diesem Augenblick tauchte eine andere Räuberbande auf, zwei Berittene an der Spitze. Da sie selbst nur 10 Mann stark waren und sich dreifacher Übermacht gegenüber sahen, ergriffen sie, ohne auch nur den Versuch zu machen, sich zu verteidigen oder einen Teil der Beute mitzunehmen, Hals über Kopf die Flucht, um nicht verfolgt zu werden. So fielen das Mädchen und ihr Gefährte zum zweiten Male in die Hände von Räubern, ohne richtig gefangen gewesen zu sein. Die Räuber stürzten sich schon auf die Beute. Da standen sie einen Augenblick in fassungslosem Staunen vor dem unbegreiflichen Bild, das sich ihren Augen bot. Die vielen Erschlagenen schrieben sie ihren geflüchteten Vorgängern zu. Sie sahen das Mädchen in einer fremdartigen, kostbaren Kleidung, deren Schrecken um sich her nicht im Mindesten achtend, als ob sie nicht da wären. Sie ging in der Pflege des verwundeten jungen Menschen auf, dessen Schmerzen sie wie eigene zu empfinden schien. Sie bewunderten ihre Schönheit und ihren Mut. Auch der junge Verwundete selbst, der wieder das Bewusstsein und den natürlichen Ausdruck seiner Züge erlangt hatte und seine kraftvolle, schöne, männliche Erscheinung erregte ihr höchstes Staunen. Schließlich ritt der Anführer der Räuber dicht an das Mädchen heran, legte ihr die Hand auf die Schulter und befahl ihr aufzustehen und ihm zu folgen. Sie verstand zwar seine Sprache nicht, doch begriff sie den Sinn seiner Worte. Sie zog den Jüngling, der auch von ihr nicht lassen wollte, mit sich empor, richtete das Schwert gegen sich und drohte, sich das Leben zu nehmen, wenn der Verwundete von ihr getrennt würde. Der Anführer verstand ihre Gedanken weniger aus ihren Worten als aus der Sprache ihrer Mienen. Auch hoffte er in dem jungen Manne, wenn er am Leben bleibe, einen Helfer bei großen Aktionen zu finden. So ließ er seinen berittenen Begleiter absitzen und sprang selbst ab. Seinen Leuten befahl er, die Beute zusammenzupacken und zu folgen, ließ die beiden Gefangenen auf die Pferde heben und ging neben ihnen her, um hinzuzuspringen, falls einer im Sattel wanke. Sein Verhalten war seltsam genug. Es schien, als erniedrige sich der Herr zum Dienen und der Sieger mache sich zum Sklaven der Besiegten. Doch es ist so. Eine vornehme Erscheinung und der Anblick der Schönheit vermögen sogar das Herz eines Räubers zu bezwingen und triumphieren über die rohe Gewalt. Nachdem sie etwa 500 Schritt der Küste gefolgt waren, ließen sie das Meer rechts liegen und begannen den steilen Berghang emporzuklimmen. Mühsam bezwangen sie den Grat und stiegen dann eilig nach dem See hinab, der sich am Fuß der anderen Seite des Gebirges ausdehnte. Diese ganze Gegend heißt bei den Ägyptern das Hirtenland. Es ist eine Senke, die das Überschwemmungswasser des Nils aufnimmt und einen See bildet, dessen Mitte eine außerordentliche Tiefe aufweist, während die Ufer in feuchte Niederungen übergehen. Was die Küstenstreifen für das Meer bedeuten, das sind die sumpfigen Ufer für die Seen. In diesem Hirtenland lebt alles Raubgesindel Ägyptens. Da hausen sie entweder in kleinsten Hütten, wo noch ein Stück Land über das Wasser herausragt, oder im Wasser selbst auf Booten, die für sie also Fahrzeug und Haus zugleich sind. Darin spinnen die Frauen ihre Wolle. Dort gebären sie ihre Kinder, die sie erst mit der Muttermilch nähren, später mit Fischen, die sie in der Sonne dörren. Sobald man sieht, dass sich das Kleine auf allen Vieren fortbewegen will, bindet man es mit einem kurzen Lederriemen um die Fußknöchel fest und erlaubt ihm so, bis an den Rand des Hausbootes oder der Hütte zu kriechen. Diese Riemen sind hier die Kindermädchen, wie man sonst die Kleinen an der Hand führt.
Mehr als einer der Hirten ist auf diesem See geboren und aufgewachsen und hat hier die Heimat gefunden, eine richtige Räuberfestung, deren Mauern das Wasser und deren Wälle das Rohrdickicht bilden. Deswegen strömt auch alles hier zusammen, was an einem solchen Leben gefallen findet. Durch das Schilf haben sie ein ganzes System gewundener Schleichpfade geschlagen, auf denen sie sich gut auskennen, die aber jedem Ortsunkundigen den Zugang unmöglich machen. Damit haben sie eine Festung geschaffen, die keinen Überfall zu fürchten braucht. So steht es um den See und seine Bewohner. Die Sonne war im Sinken, als der Räuberhauptmann mit seinen Leuten am See anlangte. Man hob die beiden Gefangenen von den Pferden und brachte die Beute in Boote. Inzwischen war das Gros der Bande, das daheim geblieben war, von allen Seiten aus dem Sumpfgelände aufgetaucht und zusammengelaufen und begrüßte ihren Anführer wie einen König. Als sie die große Beute sahen und dazu das wahrhaft göttlich schöne Mädchen, glaubten sie, ihre Kameraden hätten irgendwo ein Heiligtum oder einen reichen Tempel geplündert und die Priesterin mitentführt oder gar, auch daran dachten sie in ihrer rohen Art, kurzerhand das lebende Kultbild einer Göttin mitgenommen. Sie jubelten ihrem tapferen Anführer zu und geleiteten ihn in seine Wohnung. Die lag etwas abseits auf einer kleinen Insel im See, die er nur mit seinen engsten Vertrauten bewohnte. Als sie auf ihr gelandet waren, ließ er die meisten seiner Leute heimfahren, indem er sie auf den nächsten Tag zu sich beorderte und blieb mit einem kleinen Kreis Vertrauter zurück. Nachdem er ein kurzes Mahl mit diesen geteilt hatte, übergab er die Gefangenen einem jungen Griechen, der vor kurzem gleichfalls in seine Hände gefallen war und nun als Dolmetscher dienen sollte. Er wies ihnen eine besondere Unterkunft in der Nähe seiner eigenen Wohnung an und gab Befehl, für den jungen Mann zu sorgen und vor allem das junge Mädchen vor jeder Unbill zu schützen. Dann zog er sich müde und mit seinen Gedanken beschäftigt zurück. Ringsum auf dem See war es still geworden. Es musste schon um Mitternacht sein. Dass keine lärmende Menge mehr störte, erleichterte es den Gefangenen, ihr Herz auszuschütten. Wühlt doch die Nacht jedes Leid stärker auf, denn nur wenn Auge und Ohr nicht abgelenkt werden, ist es für den Kummer die rechte Zeit. Das Mädchen, das, wie man es geheißen, abseits auf einer Art niedrigen Lagers ruhte, schluchzte laut und brach in einen Strom von Tränen aus. Allzu schwer und bitter lässt du uns unsere Schuld büßen, Apoll, klagte sie. Und immer ist es dir noch nicht genug der Strafen. Erst die Trennung von den Lieben daheim, dann unsere Gefangennahme durch die Seeräuber, die zahllosen Gefahren auf dem Meer und nun erneut in der Gewalt von Räubern. Dabei steht mir das Schlimmste wohl noch bevor. Wie wird das enden? Wenn ich unberührt sterben muss, dann sterbe ich gern. Wenn mir aber einer frevelhaft Gewalt antut, noch hat mich selbst Theagenes nicht berührt, sterbe ich lieber von eigener Hand. Rein bin ich und bleibe rein bis zum Tod. Meine Unschuld will ich dann wie ein schönes Sterbekleid mitnehmen. Kein Richter wird da unten grausamer sein als du, Apoll. Still, meine Liebste, mein Leben, unterbrach sie Theagenes. Du hast recht mit deinen Klagen, Chariklia, aber du reizest die Gottheit mehr, als du glaubst. Suche sie lieber durch Bitten zu versöhnen. Mit Gebeten, nicht mit Anklagen, macht man sich die Mächtigen geneigt. Du hast recht, erwiderte sie, doch wie geht es dir? Bedeutend leichter und besser. Seit der junge Mann meine Wunden verbunden hat, hat deren Entzündung nachgelassen. Morgen früh wirst du dich noch bedeutend wohler fühlen, meldete sich der Gefangenenwärter,
dann bringe ich dir eine Arzneipflanze, die in 3 Tagen deine Wunde heilt. Ich habe sie selbst erprobt. Wenn seit meiner Gefangennahme einer von den Räubern im Kampf verwundet wurde, brauchte es nur einige Tage zur Heilung, wenn er dies Kraut verwendete. Wundert euch nicht, wenn ich an eurem Ergehen Anteil nehme. Seid ihr doch meine Leidensgefährten und, was mein Herz noch mehr rührt, Griechen wie ich selbst. Beide stießen gleichzeitig einen Freudenschrei aus. Ein Grieche, Götter, du bist ein Grieche, natürlich. Er ist der Grieche von Geburt und Sprache. Vielleicht hat unsere Not nun ein Ende. Wie heißt du? Fragte Diogenes. Knemon. Und woher kommst du? Aus Athen. Und wie kommst du hierher? Ach, lass nur. Was willst du dieses alles aufwühlen, wie es in den Tragödien heißt? Es wäre ein unangebrachtes Zwischenspiel. Ihr habt mit eurem eigenen Unglück genug zu tun. Ich darf euch nicht noch mit meinem Missgeschick belasten. Auch würde, was von der Nacht jetzt übrig ist, nicht ausreichen, wollte ich es erzählen. Ihr habt Schlaf und Erholung nötig nach all diesen Prüfungen. Doch die beiden ließen nicht nach und drangen in ihn. Er möge von sich berichten, da sie sich von der Erzählung ähnlichen Schicksals Trost versprachen. Schließlich begann Knemon. Mein Vater, Aristipp, ein gebürtiger Athener, war Mitglied des Areopag und besaß ein mittleres Vermögen. Als ich meine Mutter verloren hatte, wollte er, um nicht mit mir, seinem einzigen Sohn und seiner ganzen Hoffnung, allein zu bleiben, wieder heiraten. Er nahm also eine zweite Frau, Demenete. Sie war gebildet, aber sehr gefährlich. Kaum war sie ins Haus gekommen, da beherrschte sie meinen Mann völlig, meinen Vater völlig, und setzte alles durch, was sie wollte. Mit ihrer Jugend fesselte sie den älteren Mann an sich und nahm ihn auf jede Weise für sich ein. Sie verstand sich darauf, wie vielleicht keine zweite, einen Mann toll zu machen und hatte die Kunst zu bestricken zur Vollendung entwickelt. Kam er heim, lief sie ihm entgegen und machte ihm Vorwürfe. Wenn er noch später gekommen wäre, wäre sie vor Sehnsucht gestorben. Bei solchen Worten umarmte sie ihn und küsste ihn unter Tränen. Der Vater war ganz in ihren Netzen, lebte nur für sie und hatte Augen nur für sie. Mich behandelte sie in der ersten Zeit scheinbar wie ihren eigenen Sohn und nahm auch dadurch meinen Vater für sich ein. Hin und wieder gab sie mir einen Kuss und war immer wieder glücklich, mich zu besitzen. Ich war etwas verwundert über diese mütterliche Zärtlichkeit, ließ sie mir aber nichtsahnend gefallen. Erst als sie deutlicher wurde, ihre Küsse leidenschaftlicher und ihre Blicke schamloser wurden und meinen Argwohn erregten, vermied ich, ihr zu begegnen und wehrte sie ab, wenn sie zudringlich wurde. Ich will euch nicht mit der Schilderung der Künste und Lockmittel langweilen, die sie auffandte, der Versprechungen, die sie mir machte. Bald nannte sie mich mein Kind, bald Liebling, dann den jungen Herrn, dann mein Herz. Kurz, sie nannte mich im gleichen Atem mit harmlosen Bezeichnungen oder mit Kosenamen und sah darauf, ob diese oder jene mehr Eindruck auf mich machten. Dementsprechend spielte sie bald die ernsthafte Mutter, bald zeigte sie deutlich die schamlos Verliebte. Das endete dann so. An einem der großen Panathenäenfeste, an denen die Athener in feierlicher Prozession der Athene das Schiff überbringen, war ich 18 Jahre alt. Als ich, wie es Brauch war, mit dem Chor das Lied der Göttin gesungen und den Festzug mitgemacht hatte, ging ich im Festanzug, wie ich war, mit dem Kranz auf dem Haupt nach Hause. Bei meinem Anblick
verlor sie jede Fassung und verbarg ihre Verliebtheit überhaupt nicht mehr. Mit einer schamlosen Leidenschaft warf sie sich an mich, schlang die Arme um mich und rief: »Mein junger Hippolytos, mein lieber Theseus!« Ihr könnt euch meine Lage vorstellen. Noch jetzt werde ich rot, wenn ich davon spreche. Am Abend ging der Vater ins Rathaus zum Festmahl und der üblichen anschließenden Trinkerei und allgemeinen Festlichkeit. Es war zu erwarten, dass er bis zum Morgen fortbleiben werde. Da kam sie nachts in mein Zimmer und versuchte, sich unerlaubte Liebesfreuden zu verschaffen. Da ich auf jede Weise Widerstand leistete und alle Zärtlichkeiten, Versprechungen und Drohungen gegenüber stark blieb, verließ sie mich mit einem schweren, tiefen Seufzer. Das böse Weib ließ aber nur die Nacht verstreichen, um gleich ihre Rache gegen mich ins Werk zu setzen. Sie blieb am Morgen im Bett liegen. Als mein Vater nach Hause kam und sie fragte, was ihr fehle, heuchelte sie Schwäche und gab anfangs keine Antwort. Als er in sie drang und immer wieder fragte, was ihr zugestoßen sei, sagte sie: »Dieser feine Junge, unser Herr Sohn, den ich, die Götter mögen es bezeugen, oft lieber gehabt habe als dich, hat an gewissen Anzeichen bemerkt, dass ich gesegneten Leibes bin, was ich dir noch verschwieg, bis ich meiner Sache ganz sicher war. Er wartete nur auf deine Abwesenheit, wenn ich ihn schon oft ermahnen würde, er solle ordentlich und anständig werden und sich nicht mit Freudenmädchen und Trinkgelagen abgeben. Ich wusste, wie er sich aufführte, sagte dir aber nichts davon, um nicht in den Verdacht der bösen Stiefmutter zu geraten. Als ich mit ihm unter vier Augen sprach, um ihm das Rotwerden zu ersparen, gebrauchte er gegen dich und mich Schimpfworte, die zu wiederholen ich mich schäme. Und dann trat er mir mit dem Fuß in den Leib. Du siehst, in welchen Zustand er mich gebracht hat.« Als mein Vater dies gehört hatte, sprach er kein Wort, stellte keine Frage, gab mir keine Möglichkeit, mich zu verteidigen. Überzeugt, eine Frau, die mir so wohlgesinnt war, könne mich unmöglich verleumden, schlug er auf mich ahnungslosen, als er mich irgendwo im Hause fand, mit der Faust ein. Er rief Sklaven und ließ mich auspeitschen, ohne dass ich wusste, und das war das Unerhörte dabei, weshalb er mich schlug. Als er seine Wut an mir ausgelassen hatte, sagte ich: »Vater, jetzt werde ich wohl wissen dürfen, wofür ich Schläge bekommen habe, nachdem ich es zuvor nicht erfahren konnte.« Dadurch noch mehr aufgebracht, schrie er: »Der Heuchler! Jetzt will er von mir noch seine eigenen Gemeinheiten hören.« Er kehrte mir den Rücken zu und eilte zu seiner Frau. Sie aber war noch nicht zufrieden und stellte mir eine zweite Falle. Sie hatte eine Zofe, Thisbe, ein recht hübsches Mädchen, das gut die Zither spielte und dazu sang. Diese stiftete sie an, mir ihre Liebe vorzutäuschen. Thisbe, welche vordem meine wiederholten Anträge stets abgewiesen hatte, setzte nun alles daran, mir durch Blicke und Gesten und Zeichen ihre Bereitwilligkeit zu verraten. Ich, Tor, bildete mir ein, ich gefiele ihr auf einmal. Schließlich nahm ich sie nachts, als sie zu mir kam, in mein Zimmer. Sie kam wieder und wieder, und bald wurden die Besuche regelmäßig. Als ich ihr einmal riet, vorsichtig zu sein und ihre Herrin nichts merken zu lassen, meinte sie: »Du bist wirklich sehr einfältig, Knemann. Was kann mir, einer gewöhnlichen Zofe, einer gekauften Sklavin, wenn ich bei dir ertappt werde, schon geschehen, im Vergleich zu einer vornehmen Dame, einer verheirateten Frau, die für die Übertretung des Gesetzes, für ihren Ehebruch die Todesstrafe zu erwarten hat?« »Schweig«, sagte ich, »so etwas glaube ich nicht.« »Wenn du willst, kann ich dir den Ehebrecher auf frischer Tat ausliefern.« »Wenn du das tätest«, entgegnete ich. »Nur zu gern«, sagte sie,
obwohl dir zuliebe, weil sie dir so niederträchtig mitgespielt hat, als meinetwegen, weil sie mich tagtäglich mit ihrer sinnlosen Eifersucht quält. Aber sieh zu, dass du ein Mann bist. Ich versprach es und sie ging. In der übernächsten Nacht weckte sie mich aus dem Schlaf und sagte mir, dass der Liebhaber bei ihr sei. Vater, sagte sie, sei unerwartet geschäftehalber aufs Land geholt worden und ihr Liebhaber habe sich eben, wie verabredet, zu ihr geschlichen. Ich solle mich aber auf Widerstand gefasst machen und eine Waffe mitnehmen, damit der Übeltäter nicht entkomme. Dies tat ich. Mit einem Dolche bewaffnet folgte ich Thisbe, die mir voranleuchtete, bis ans Schlafzimmer. Auf der Schwelle sehe ich einen Lichtschein aus dem Innern dringen. Wütend erbreche ich die verschlossene Tür und stürze hinein. »Wo ist der Kerl?« schreie ich. »Wo ist der famose Liebhaber der Tugendheldin?« Dabei stürze ich mich auf sie, um beide umzubringen. Da, ihr Götter, erhebt sich mein eigener Vater vom Lager und wirft sich mir zu Füßen. »Halt ein, mein Sohn«, flehte er, »erbarme dich deines Erzeugers, schone die weißen Haare deines Vaters, der dich aufgezogen hat. Gewiss, ich habe gegen dich gefehlt, aber den Tod verdiene ich nicht. Lasse dich von deinem Zorn nicht hinreißen und beflecke deine Hände nicht mit dem Blute deines Vaters.« So und ähnlich bat er flehentlich, während ich sprachlos, wie vom Donner gerührt, dastand. Ich sah mich nach Thisbe um. Sie hatte sich, ich weiß nicht wie, davon gemacht. Ich starrte das Zimmer an, das Bett, und vermochte kein Wort herauszubringen oder mich zu rühren. Der Dolch fiel mir aus der Hand. Demenete stürzte drauf zu und hob ihn schnell auf. Als mein Vater sich außer Gefahr sah, packte er mich und ließ mich fesseln, während Demenete ihn aufreizte. »Hab ich es dir nicht vorausgesagt«, schrie sie, »dass man sich vor dem Burschen in Acht nehmen muss, weil er nur auf eine Gelegenheit lauert, uns etwas anzutun. Ich habe ihm seine Absichten an den Augen angesehen.« »Allerdings«, antwortete mein Vater, »du hast es vorausgesagt, nur habe ich es nicht glauben wollen.« Ich wollte die Sachlage erklären, doch ließ er mich nicht zu Worte kommen und schloss mich ein. Am Morgen brachte er mich, gefesselt wie ich war, vor das Volksgericht. Er hatte sein Haupt mit Asche bestreut und hielt folgende Ansprache. »Athener«, sagte er, »nicht in dieser Erwartung habe ich diesen meinen Sohn erzogen, nein. Er sollte mir im Alter eine Stütze sein, das war mein Gedanke, als er mir geboren wurde. Ich gab ihm eine standesgemäße Erziehung, schickte ihn in die Schule, sorgte für seine Eintragung in die Bürgerlisten und in das Stammesregister. Ich ließ ihn unter die Epheben einreihen und entsprechenden Gesetzen zu eurem Mitbürger machen. Ich setzte die Hoffnung meines Lebens auf ihn. Dies alles hat er schmählich vergessen. Er hat mir Schande angetan und meine rechtmäßige Frau misshandelt. Schließlich hat er mich nachts mit der Waffe in der Hand überfallen. Dass er nicht zum Vatermörder wurde, verdanke ich nur dem glücklichen Zufall, dass ein plötzlicher Schreck ihm den Dolch aus der Hand gleiten ließ. Ich wende mich an euch um Beistand. Ich erhebe vor euch Klage gegen ihn und überlasse euch die Entscheidung und den Verzicht auf das mir gesetzlich zustehende Recht, ihn zu töten. Denn ich halte es für besser, das Gesetz über den Sohn richten zu lassen, als das Urteil selbst zu vollstrecken.« Diese Worte begleitete er mit seinen Tränen. Auch Demenete jammerte, um Schmerz über mich zu heucheln, und nannte mich einen Unglücklichen, der, wenn auch verdientermaßen, nun so früh sterben müsse, der von bösen Geistern auf seine Eltern gehetzt sei. Das alles brachte sie schluchzend vor, nicht so sehr, um zu klagen, als durch ihr Wehgeschrei und ihr Geheul die Anklage zu bekräftigen. Als ich gleichfalls um das Wort bat, näherte sich mir der Gerichtsschreiber und stellte mir nur kurz die Frage,
ob ich mit der Waffe in der Hand auf meinen Vater losgegangen sei. Ich antwortete, ja, aber hört, unter welchen Umständen. Sogleich wurde ich niedergeschrien. Man ließ mich nicht zu einer Verteidigung kommen. Die einen beantragten, mich zu steinigen, die anderen, mich vom Henker in den Abgrund zu werfen. Während dieser erregten Auseinandersetzung und während man zur Abstimmung schritt, rief ich unentwegt in den Lärm hinein, »Oh, diese Stiefmutter, eine Stiefmutter bringt mich um, ohne dass ich gehört werde!« Meine Ausrufe machten viele Leute stutzig und ließen sie die wahren Zusammenhänge ahnen. Aber bei der allgemeinen Unruhe konnte ich mich nicht vernehmlich machen. Die Abstimmung ergab 1700 Stimmen für Todesstrafe, von denen ein Teil sich für die Steinigung, der andere für Sturz in den Abgrund aussprach. Die restlichen 1000 Stimmberechtigten, die durch meine Bemerkung über die Stiefmutter argwöhnisch geworden waren, stimmten für lebenslängliche Landesverweisung. Dennoch erhielt dieser Antrag Gesetzeskraft, denn obwohl er weniger Stimmen auf sich vereinigte, blieben die Stimmen, die auf Tod lauteten, infolge der Verschiedenheit der beantragten Todesart in der Minderzahl. So musste ich Vaterhaus und Heimat verlassen. Doch die verruchte Demenete entging ihrer Strafe nicht. Sie hatte den Hass der Götter auf sich gezogen. Wie dies geschah, sollt ihr ein anderes Mal erfahren. Jetzt müssen wir schlafen, es ist schon tief in der Nacht und ihr habt Ruhe nötig. Du wirst uns nur quälen, sagte Theagenes, wenn du mitten in der Erzählung aufhörst und die niederträchtige Demenete unbestraft lässt. Also gut, wenn ihr wollt, gab Knemon nach, so hört weiter zu. Nach meiner Verurteilung ging ich ohne weiteres zum Piräus und an Bord eines Schiffes, das gerade auslief. Ich fuhr nach Ägina, wo Verwandte meiner verstorbenen Mutter lebten. Glücklich angekommen, machte ich sie ausfindig und die erste Zeit fühlte ich mich ganz wohl. Als ich am 20. Tage nach meiner Ankunft wie gewöhnlich umherschlenderte und zum Hafen hinunterkam, lief gerade ein großes Segelschiff ein. Ich blieb stehen und erkundigte mich, woher es komme und wer an Bord sei. Der Laufsteg war kaum heruntergelassen, als ein Reisender an Land sprang, auf mich zulief und mich umarmte. Es war Karias, ein Altersgenosse von mir. »Gute Nachricht, lieber Knemon«, rief er, »deine Todfeindin hat die gerechte Strafe ereilt. Demenete ist tot.« »Hab Dank, Karias«, erwiderte ich, »doch weshalb hast du es so eilig mit deiner frohen Botschaft, als ob du eine Unglückspost brächtest? Vor allem will ich wissen, auf welche Weise sie starb. Ich fürchte eines natürlichen Todes und nicht so, wie sie es verdient hätte.« »Nie verlässt uns die Gerechtigkeit ganz, wie Hesiod sagt«, antwortete Karias. »Sie lässt wohl auch einmal eine Weile auf sich warten und schiebt die Vergeltung auf, aber auf solche Verbrechen richtet sie ein scharfes Auge. So ist ihr auch Demenete nicht entgangen. Mir sind die Einzelheiten genau bekannt. Thisbe, du weißt, wie gut ich mit ihr stehe, hat mir alles erzählt. Nach deiner ungerechten Landesverweisung zog dein armer Vater, den die Reue quälte, sich auf ein einsames Landgut zurück und verzehrte, wie der Dichter sagt, in Kummer sein Herz. Deine Stiefmutter wurde von den Furien des bösen Gewissens verfolgt. Seit du fort warst, steigerte sich ihre Liebe zu dir bis zum Wahnsinn. Sie jammerte Tag und Nacht angeblich über dein Los, in Wirklichkeit über ihr eigenes. Tag und Nacht schrie sie »Knemon« und nannte dich ihren lieben Jungen, ihr Herz. Ihre Freundinnen, die sie besuchten, wunderten sich sehr und konnten nicht genug bewundernde Worte für die Mutterliebe einer Stiefmutter finden. Sie suchten sie auch zu trösten und ihr Mut zu machen. Sie erklärte aber, ihr Schmerz sei unheilbar. Und andere hätten keine Ahnung, was für ein Stachel in ihrem Herzen stecke.
War sie mit Thisbe allein, machte sie ihr Vorwürfe wegen ihres schlechten Dienstes. Zur Erfüllung ihrer Liebe habe sie ihr nicht verholfen, aber als es sich darum handelte, ihr den Geliebten wegzunehmen, sei sie schneller bei der Hand gewesen als das Wort. So habe sie gar keine Zeit gehabt, sich eines anderen zu besinnen. Thisbe musste sich auf das Schlimmste gefasst machen. Aber angesichts der Erregung und Verzweiflung ihrer zu allem fähigen Herrin, die in ihrer Liebesraserei kein Maß kannte, entschloss sie sich, ihr zuvorzukommen und sich durch einen heimtückischen Anschlag gegen sie zu retten. »Ich verstehe dich gar nicht, meine Herrin«, sagte sie. »Warum machst du deiner Zofe grundlose Vorwürfe? Ich habe mich immer nur nach deinen Wünschen gerichtet und tue es auch jetzt. Ist die Sache fehlgeschlagen, so ist das eben ein unglücklicher Zufall. Doch wenn du es wünschst, will ich dir aus der Not helfen.« »Wie willst du mir helfen, wo der, durch den mir geholfen wäre, weit fort ist und das unerwartet milde Gerichtsurteil mich zugrunde gerichtet hat? Hätten sie ihn gesteinigt, wäre er tot, so wäre meine Leidenschaft mit ihm gestorben. Denn die Liebe stirbt mit der Hoffnung und mit dem Aufhören der Sehnsucht schwindet auch der Schmerz. So aber glaube ich, ihn zu sehen, bilde mir ein, ihn zu hören, fühle seine Vorwürfe über meine Niedertracht und male mir aus, er sei wieder da und ich besäße ihn oder eilte irgendwohin zu ihm. Dieser Schmerz nagt an mir und macht mich wahnsinnig. Und bei den Göttern, mir geschieht recht. Weshalb versuchte ich nicht, sein Herz zu gewinnen, statt ihm nachzustellen? Weshalb verlegte ich mich nicht aufs Bitten, statt ihn zu verfolgen? So wies er mich ein erstes Mal ab. Natürlich, ich war ihm fremd und er wollte nicht die Ehe seines Vaters beschmutzen. Vielleicht hätte ich ihn mit der Zeit für mich gewonnen und eingenommen. Aber ich, die ich mich nicht im Entferntesten mit ihm messen kann, benahm mich nicht wie eine Liebende, sondern wie eine Bestie, wie eine Wilde, deren Befehl man nicht nachkommt. Aber du wolltest mir helfen, süße Thisbe? Herrin, antwortete Thisbe, das ist einfach. Für die Öffentlichkeit hat Knemon, dem Urteil entsprechend, die Stadt und Attika verlassen und ist außer Landes gegangen. Da ich dir aber gern zu Diensten bin, habe ich in Erfahrung gebracht, dass er sich in der Vorstadt versteckt hält. Du hast sicher schon von der Flötenspielerin Arsinoe gehört. Mit ihr hatte er ein Liebesverhältnis. Nach dem Unglück hat das Mädchen ihn bei sich aufgenommen. Sie hat ihm versprochen, mit ihm ins Ausland zu gehen und hält ihn so lange versteckt, bis sie alles zur Reise fertig hat. Demenete seufzte. Die Glückliche, Arsinoe. Erst hatte sie ihn zum Geliebten und nun wird sie ihn noch mit ihm auf Reisen gehen. Aber was soll das mir nützen? Sehr viel, Herrin. Ich werde bei Arsinoe, mit der ich von der Musik her schon seit langem befreundet bin, so tun, als sei ich in Knemon verliebt und sie bitten, mich nachts an ihre Stelle zu lassen. Wenn das gelingt, dann kannst du hingehen und die Arsinoe spielen. Ich will schon dafür sorgen, dass er nicht ganz nüchtern zu Bett geht. Wenn du dann deinen Willen gehabt hast, wird deine Leidenschaft wohl nachlassen. Oft ist dies schon nach dem ersten Male der Fall. Die Begierde hört auf, wenn sie befriedigt ist. Wenn sie dennoch anhält, was ich nicht hoffe, dann muss man eben einen zweiten Weg antreten und ein anderes Mittel versuchen. Im Augenblick wollen wir fürs Erste sorgen. Demenete erklärte sich einverstanden und drängte, den Vorschlag auszuführen. Thisbe bat sich einen Tag Zeit aus, um die Sache zu ordnen. Sie ging zu Arsinoe und sagte, »Du kennst doch den Teledemos.« Als diese bejahte, bat sie, »Lass uns beide heute bei dir übernachten. Ich habe ihm eine Nacht versprochen.
Er wird früher kommen als ich. Ich kann erst fort, wenn ich meine Herrin zu Bett gebracht habe. Dann lief sie zu Aristippos auf das Landgut. »Ich komme, Herr, mich selbst anzuklagen«, sagte sie. »Mach, was du willst mit mir. Ich bin, wenn auch wider meinen Willen, mit Schuld daran, dass du deinen Sohn verloren hast. Ich hatte gemerkt, dass meine Herrin, deine Gattin, sich wenig musterhaft betrug und dich hinterging. Ich fürchtete, wenn es durch jemand anderen herauskäme, würde es mir selbst schlecht gehen. Auch tat es mir sehr leid, dass deine Liebe und Sorge so übel vergolten wurde. Da ich selbst dir nichts zu sagen wagte, ging ich nachts heimlich zu dem jungen Herrn und erzählte ihm, deine Gattin habe einen Liebhaber. Er verstand, du weißt, er hatte sich schon immer über sie zu beklagen, dieser sei gerade bei ihr, nahm wütend einen Dolch und rannte, obwohl ich immer wieder versuchte, ihn zurückzuhalten und sagte, jetzt im Augenblick sei alles in Ordnung, hörte er gar nicht auf mich und rechnete mit einer Sinnestäuschung meinerseits, rannte also wütend zu dir ins Schlafzimmer. Was weiter geschah, weißt du ja. Wenn du willst, kannst du dich jetzt deinem Sohn gegenüber, wenn er auch des Landes verwiesen ist, rechtfertigen und sie für die Niedertracht, die sie an euch beiden begangen hat, bestrafen. Ich will dir heute Nacht deine Frau in einem fremden Hause vor der Stadt in den Armen ihres Liebhabers zeigen. Wenn dir das gelingt, sagte Aristippos, lasse ich dich zur Belohnung frei. Ich werde noch einmal neu leben, wenn ich mich an ihr gerächt habe. Ich verzehre mich schon lange in Sorge. Was du sagst, argwöhnte ich schon längst, aber mir fehlten die Beweise, darum schwieg ich. Was soll ich nun tun? Komm in den Garten zum Denkmal der Epikureer, erklärte sie. Dort erwarte mich gegen Abend. Nun lief sie wieder zu dem Menete. Mach dich schön, in deinem besten Kleid musst du kommen, sagte sie. Alles ist in Ordnung, wie ich dir versprochen habe. Die Herrin umarmte sie und tat, wie geheißen. Am Abend holte Thisbe sie ab. Sie ließ sie in der Nähe des Hauses warten, ging zu Arsinoe und bat sie, in ein anderes Zimmer zu gehen und sie mit dem jungen Manne, der noch etwas schüchtern und in Liebesdingen unerfahren sei, allein zu lassen. Arsinoe tat, was ihr geheißen war. Dann holte Thisbe Demenete, ließ sie eintreten und sich zu Bett legen, löschte das Licht, angeblich, damit du, der ja in Ägina weilen sollte, sie nicht erkennen könntest, und schärfte ihr ein, die Liebe schweigend zu genießen. »Ich hole ihn jetzt herbei«, sagte sie. »Er sitzt nebenan beim Wein.« Dann holte sie Aristippos an besagtem Orte ab. Sie drängte ihn, den Liebhaber seiner Frau zu überraschen und festzunehmen. Er betrat das Haus und stürzte ins Zimmer. Bei dem schwachen Mondlicht fand er nur schwer das Bett. »Habe ich dich, du gottverhasstes Weib«, schrie er. Als Thisbe das hörte, schlug sie mit aller Gewalt die Haustür zu. »Schade«, rief sie, »der Kerl ist entkommen. Pass auf, Herr, dass sie dir nicht auch entwischt.« »Keine Sorge«, rief Aristippos, »die Dirne habe ich, und an ihr liegt mir besonders.« Er packte sie und schleppte sie zur Stadt. Jetzt kam der Menete die ganze Verzweiflung ihrer Lage zu Bewusstsein. Um die schönste Hoffnung betrogen, sah sie sich der Schande ausgesetzt und musste die Strafe des Gesetzes erwarten. Sie schämte sich, ertappt zu sein, und war zugleich wütend, dass man dieses Spiel mit ihr getrieben hatte. Als sie an dem Brunnen bei der Akademie vorbeikamen, du kennst jedenfalls die Stelle, wo die Behörden den Heron, das althergebrachte Opfer, darbringen, riss sie sich plötzlich von der Hand des alten Mannes los und stürzte sich kopfüber in die Tiefe. So fand das böse Weib einen elenden Tod. Aristippos sagte nur, »Mir hast du nun die Schuld gebüßt, ohne das Gesetz abzuwarten.«
Er gab am anderen Tage vor dem Volksgericht eine genaue Darstellung der Vorgänge. Er kam nicht ganz leicht straffrei davon. Dann bemühte er sich gleich bei Freunden und Bekannten, die Aufhebung deiner Landesverweisung zu erwirken, da er gerade einer der Ratsvorsitzenden war. Wie weit ihm dies gelungen ist, weiß ich nicht. Ich musste, wie du siehst, in eigenen geschäftlichen Dingen hierher reisen. Du kannst aber damit rechnen, dass das Volksgericht deine Heimkehr erlauben und dich dein Vater selbst nach Hause holen wird. Das hat er versprochen. Das erzählte mir Charias. Es würde zu lange dauern, wollte ich euch meine weiteren Schicksale berichten und erzählen, wie ich hierher kam. Knemon vergoß, während er sprach, Tränen. Auch die beiden jungen Leute weinten, wie es schien, seinetwegen. Doch galt ihr Schmerz auch dem eigenen Unglück. Sie hätten noch lange geweint, wenn nicht nach den wohltuenden Klagen der Schmerz sie überwältigt und den Tränen ein Ende gemacht hätte. So schliefen sie. Auch Thiamis, so hieß der Führer der Räuber, ruhte den größten Teil der Nacht, bis er plötzlich von Traumbildern aus dem Schlummer geschreckt wurde und wachend über ihre Bedeutung nachgrübelte. Um die Stunde, da die Hähne krähen, ob nun, wie man sagt, bei der Rückkehr der Sonne ein Instinkt sie treibt, die Götter zu grüßen, oder ob die Wärme und zugleich das Verlangen, sich zu regen und Futter zu bekommen, sie drängt, mit ihrem Schrei die Hausgenossen zur Arbeit zu wecken, um diese Stunde hatte er folgenden Traum. Er sah sich im Isis-Tempel von Memphis, seiner Vaterstadt. Das Heiligtum war von Fackelschein erleuchtet, die Altäre und Opferherde waren vom Blut aller möglichen Tiere überströmt, die Säulenhallen und Gänge erfüllt von einer lärmenden, jubelnden Menge. Er befand sich im Allerheiligsten. Da trat die Göttin selbst auf ihn zu. Sie hielt Chariklia an der Hand und sprach zu ihm, »Ich führe dir dieses unberührte Mädchen zu, Thiamis, sie wird dir gehören, doch wirst du sie nicht besitzen. Du wirst der Fremden ein Unrecht tun und sie töten, doch wird sie nicht sterben.« Er wusste nicht, was er mit dem Traum anfangen sollte. Als er hin und her überlegend keinen rechten Sinn fand, deutete er ihn nach seinem Wunsch. Die Worte, sie wird dir gehören, doch wirst du sie nicht besitzen, legte er dahin aus, als Weib und nicht als Jungfrau. Du wirst sie töten, bezog er auf die Verletzung ihrer Jungfräulichkeit, an der Chariklia nicht sterben werde. So deutete er den Traum, doch war es sein Verlangen, das ihm diese Deutung eingab. Bei Tagesanbruch befahl er seine Unterführer zu sich und ließ die Kriegsbeute, wie er den Raub beschönigend nannte, herbeischaffen. Auch Knemon ließ er kommen, mitsamt den von ihm bewachten Gefangenen. Unterwegs jammerten sie, was für ein Los wird uns jetzt erwarten? Und sie baten Knemon, ihnen nach Kräften beizustehen. Er versprach es und hieß sie guten Mutes sein. Der Anführer, betonte er, sei kein wirklicher Barbar. Vielmehr habe er eine gewisse Gesittung, sei aus guter Familie und habe seinen jetzigen Beruf nur aus Not ergriffen. Als sie ankamen, war die Masse der Räuber schon versammelt. Thiamis übernahm von einem erhöhten Platz aus den Vorsitz des Inselrates. Er wies Knemon an, den Gefangenen seine Worte zu übersetzen, da er die griechische Sprache nur unzulänglich beherrschte und Knemon bereits ziemlich gut Ägyptisch verstand. Kameraden, sprach er, ihr kennt meine Gesinnung gegen euch. Ich habe sie stets bewiesen. Ich bin, wie ihr wisst, als Sohn des Orakelpriesters von Memphis, nachdem mein Vater sich vom Amt zurückgezogen hatte, von meinem jüngeren Bruder widerrechtlich um die Nachfolge gebracht worden.
Bei euch habe ich Zuflucht gesucht, um Rache zu nehmen und die mir gebührende Würde später einmal zu erlangen. Ihr habt mich mit der Ernennung zu eurem Anführer ausgezeichnet, und bis auf den heutigen Tag habe ich niemals für mich mehr beansprucht als jeder von euch. Stets habe ich alles gleich und gleich mit euch geteilt, sei es die Beute, sei es den Erlös aus dem Verkauf der Gefangenen. Ich habe immer die Absicht vertreten, ein wahrer Führer habe den Hauptanteil der Gefahr auf sich zu nehmen, aber nur den gleichen Gewinnanteil zu beanspruchen. Von den Gefangenen habe ich die kräftigen Männer, die uns noch nützlich sein können, uns eingegliedert, die Schwächlichen verkauft. Gegen Frauen habe ich mich niemals vergangen. Die Vornehmen, von ihnen ließ ich gegen Lösegeld oder aus Mitleid mit ihnen ihrem Unglück frei. Die Einfachen, die ja nicht erst unter dem Zwang der Gefangenschaft, sondern von jeher dienen mussten, gab ich euch einzeln zur Bedienung. Heute bitte ich euch inständig um einen bestimmten Teil der Kriegsbeute, um das fremde Mädchen hier. Ich könnte sie mir eigenmächtig zusprechen, doch ziehe ich es vor, dass sie mir von euch zugesprochen wird. Es wäre eine Dummheit, wollte ich mir die Gefangene selbstständig und gegen den Willen meiner Kameraden nehmen. Aber auch so will ich sie nicht umsonst haben. Ich verzichte dafür auf meinen Anteil an der übrigen Beute. Als Angehöriger eines Priestergeschlechts schätze ich nicht, was die vulgäre Aphrodite gewährt, nicht um meine Lust zu befriedigen, sondern zur Weiterführung meines Geschlechtes. Ich habe es reichlich überlegt, soll sie mir gehören. Ich will euch auch meine Gründe darlegen. Augenscheinlich stammt sie aus einer vornehmen Familie. Darauf deuten der kostbare Schmuck, den wir bei ihr gefunden haben, und die Tatsache, dass das Unglück sie nicht gebrochen hat. Ihre stolze Haltung verrät noch die früheren besseren Tage. Sodann schließe ich auf einen edlen Charakter. An Schönheit übertrifft sie alle Frauen. Durch den Adel ihres Blickes zwingt sie alle, die sie sehen, zur Achtung. Wie sollte man also von ihr nicht den gewinnendsten Eindruck erhalten? Was aber am stärksten auf mich wirkt, sie ist offensichtlich die Priesterin eines Gottes, die es auch in ihrem Unglück für ungeziemend und unerlaubt hält, Gewand und Schmuck ihrer priesterlichen Würde abzulegen. Kann es, Kameraden, für einen Mann aus dem Priesterstand eine schicklichere Verbindung geben als mit einer Priesterin? Alle riefen Beifall und wünschten ihm zu dieser Ehe Glück. »Ich danke euch«, fuhr er fort, »es kommt nun darauf an zu wissen, wie das Mädchen selbst darüber denkt. Handelt es sich um einen Akt der Gewalt, so würde mein Wille genügen und jede Frage wäre überflüssig. Für eine Ehe bedarf es dagegen des beiderseitigen Einverständnisses.« Er wandte sich an Chariklia. »Wie denkst du über eine eheliche Verbindung mit mir, mein Mädchen?« Gleichzeitig fragte sie nach ihrem Namen und ihrer Herkunft. Lange Zeit stand sie mit gesenktem Blick, als sammelte sie ihre Gedanken und Worte und schüttelte ein und das andere Mal das Haupt. Als sie dann Thiamis ansah und noch mehr als vorher durch ihre Schönheit bestrickte, waren ihre Wangen durch die Überlegung mehr als sonst gerötet und ihre Augen leuchteten in bezaubernder Lebendigkeit. Knemon übersetzte ihre Worte. »Eigentlich sollte ich meinen Bruder Theagenes antworten lassen«, sagte sie. »Frauen schweigen besser und überlassen den Männern das Reden unter Männern. Da ihr mir aber zu sprechen erlaubt und ein erster Beweis eures Edelmuts, euren Willen durch freundliches Zureden statt mit Gewalt durchzusetzen sucht, da es sich außerdem um mich persönlich handelt, muss ich schon die Zurückhaltung, die mir wie jedem jungen Mädchen die Sitte vor Männern auferlegt, aufgeben
und auf die Frage des Siegers, wie ich über die Ehe mit ihm denke, antworten, nun gar vor so vielen Männern. Du willst wissen, wer wir sind? Wir stammen aus Ionien, und zwar aus einer der angesehensten Familien von Ephesus. Wir haben noch unsere beiden Eltern. Da das Herkommen es so verlangt, gaben wir uns in den Dienst der Götter. Ich wurde Priesterin der Artemis, mein Bruder Priester des Apoll. Das sind Ämter auf ein Jahr. Nach Ablauf dieser Frist unternahmen wir mit Gefolge eine Festgesandtschaft nach Delos, wo wir musische und sportliche Kampfspiele veranstalteten und anschließend wie üblich den Tempeldienst wieder verlassen wollten. Gold, Silber, Kleidung und alles, was für die Spiele und den öffentlichen Schmaus nötig war, war schon an Bord gebracht und wir fuhren ab. Während die Eltern und andere ältere Leute aus Scheu vor der Seereise zu Hause blieben, begleiteten uns viele Landsleute auf unserem Schiff oder auf eigenen Fahrzeugen. Wir hatten schon mehr als die halbe Fahrt hinter uns, da wurde mit einem Male das Meer unruhig. Ein starker Seitenwind kam auf, der sich bald zum orkanartigen Gewittersturm steigerte und die Wogen peitschte. Das Schiff verlor seinen Kurs, der Steuermann kam gegen die Übermacht der Elemente und das Schlingern des Schiffs nicht auf und überließ die Steuerung dem Zufall. 7 Tage und Nächte trieb uns der Orkan und verschlug uns schließlich an die Küste, an der wir eure Gefangenen wurden. Ihr habt die vielen Leichen gesehen. Als wir unsere Rettung feierten, meuterte die Besatzung und fiel über uns her. Sie hatte sich vorgenommen, uns zu erschlagen und sich unserer reichen Ladung zu bemächtigen. Alle unsere Freunde fanden den Tod, aber auch die Meuterer selbst trafen und wurden getroffen. Wir behielten die Oberhand, aber nur wir beide, wäre es doch nicht geschehen, blieben als kläglicher Rest am Leben. Das einzige Glück im Unglück, das uns ein Gott bescherte, war, dass wir gerade euch in die Hände fielen. Wir waren schon auf unseren Tod gefasst und nun soll eine Hochzeit daraus werden, die ich keineswegs zurückweisen werde. Für ein Mädchen, das sich dem Tempeldienst gewidmet hat, muss es geradezu eine göttliche Fügung erscheinen, dem Sohn eines Priesters, der, wenn der Gott will, bald ein solcher werden wird, zu gehören. Ich bitte dich nur um eine Gefälligkeit, Thiamis. Gestatte mir, eine Stadt oder einen Ort mit Altar oder Tempel des Apollo aufzusuchen, um dort Amt und Abzeichen der Priesterin abzulegen. Am besten ging ich mit dir wohl nach Memphis, wenn du deine Stellung als Priester wieder erlangst. Dann würde ein frohes Hochzeitsfest mit der Feier deiner glücklichen Berufung verbunden sein. Ob wir schon vorher heiraten sollen, überlasse ich ganz deiner Entscheidung. Nur lass mich erst der angestammten Sitte genügen. Damit wirst du sicher einverstanden sein. Bist du doch von Jugend auf für den Dienst der Götter bestimmt und gewohnt, die heiligen Gebräuche zu achten. Tränen erstickten ihre Worte. Alle gaben ihr Recht und waren damit einverstanden, hießen sie so handeln und erklärten, ihr behilflich zu sein. Auch Thiamis willigte ein, halb freiwillig, halb gezwungen. Seine Leidenschaft, Phishariclia, ließ ihm schon diesen Aufschub zur Ewigkeit werden. Aber er war von ihren Worten wie bezaubert. Er musste nachgeben. Auch fiel ihm sein Traum ein, der ihm eine Hochzeit in Memphis zur Gewissheit machte. Er verteilte die Beute, einige der kostbarsten Stücke behielt er mit freiwilliger Zustimmung seiner Leute für sich und schloss damit die Versammlung. In 10 Tagen sollten sie sich für den Aufbruch nach Memphis bereithalten. Den beiden Griechen überließ er die bisherige Wohnung gemeinsam mit Knemon. Doch war ihnen dieser jetzt nicht mehr als Gefangenenwärter, sondern als Begleiter zugewiesen. Auch ordnete er an,
dass sie reichlicher lebten als bisher und aus Achtung für seine Schwester zog Artiagenes manchmal sogar an den eigenen Tisch. Chariklia selbst nahm er sich vor, so wenig wie möglich zu sehen. Er wollte seine Leidenschaft durch ihren Anblick nicht noch anfachen und dadurch seine einmal gefassten Vorsätze und Versprechungen gefährden. Deshalb versagte sich Thiamis lieber den Anblick der Geliebten. Sie zu sehen und nicht zu besitzen war ihm unmöglich. Während sich alle nach ihren über den See verstreuten Wohnungen begaben, ging Knemann aus dem Hause, um in einige Entfernung vom See das versprochene Wunderkraut für Theagenes zu suchen. Als sie allein waren, brach Theagenes in Tränen und Klagen aus. Zu Chariklia sagte er nichts, aber immer wieder rief er die Götter zu Zeugen an. Da fragte sie ihn, ob es das alte gemeinsame Unglück sei, über das er klage, oder ob ihm ein neues zugestoßen sei. »Ein neues«, antwortete er, »gibt es denn etwas Schlimmeres, als wenn Eide und Versprechen gebrochen werden, als wenn Chariklia mich vergisst und einem anderen die Ehe verspricht?« »Sei still«, unterbrach ihn die Geliebte, »deine Worte bedrücken mich schwerer als unser Unglück. Nach so vielen Beweisen meiner Treue in der Vergangenheit dürfen sich dich einige Worte von mir, die sich aus den Umständen erklären und zu einem bestimmten Zweck gesprochen sind, nicht schon misstrauisch machen. Sonst muss ich annehmen, dass du dich geändert hast, mehr als du mich je geändert finden wirst. Ja, ich bin unglücklich, ich leugne es nicht, aber keine Gewalt der Erde würde mich dazu bringen, mich zu vergessen. Nur einmal war ich schwach, ich weiß es, aus Liebe zu dir. Aber auch das blieb in den Grenzen des Erlaubten. Nicht wie einem Liebhaber habe ich dir nachgegeben, sondern von Anfang an wie dem künftigen Gatten, dem ich mich versprach. Bis heute bin ich rein geblieben, auch dir gegenüber, wenn ich auch mehr als einmal genötigt war, dein allzu stürmisches Werben zurückzuweisen. Immer nur hatte ich unsere eheliche Verbindung im Auge, wie wir sie uns gelobt und geschworen haben. Ich wartete nur auf die Weihe durch das Gesetz. Bist du wirklich so töricht, zu glauben, ich gäbe diesem Ausländer den Vorzug vor dem Griechen, dem Räuber vor dem Geliebten? Was sollten dann aber vorhin deine schönen Worte, dass du mich als deinen Bruder ausgabst? War ja ein herrlicher Einfall, um Thiamis nicht eifersüchtig zu machen. Auch können wir jetzt ohne Furcht zusammenbleiben. Ebenso verstehe ich die Geschichte mit unserer ionischen Familie und der Reise nach Delos. Du wolltest damit nur die Wahrheit verdecken und die Hörer irreführen. Aber dass du gleich auf den Heiratsantrag eingingst und dich fest gebunden und schon den Zeitpunkt bestimmt hast, konnte und wollte ich nicht begreifen. Lieber läge ich unter der Erde, als dass ich ein solches Ende meiner Leiden und Hoffnungen erlebte. Da umarmte Chariklia Theagenes und küsste ihn immer wieder unter heißen Tränen. »Schön«, rief sie, »wie freue ich mich, dass du um mich bangst. Es zeigt mir, dass deine Liebe unter den vielen Schicksalsschlägen nicht gelitten hat. Aber glaubst du, wir würden jetzt überhaupt miteinander sprechen, hätte ich nicht meine Zusage gegeben?« »Hartnäckiger Widerstand bestärkt nur die herrische Begehrlichkeit eines Mächtigen, wie du weißt, während ein Wort des Nachgebens und Entgegenkommens den ersten Sturm einer heißen Leidenschaft beschwichtigt und mit freundlichen Hoffnungen die quälende Begierde einschläfert. Liebende, die noch natürlicher denken, sehen schon im Versprechen einen ersten Beweis der Liebe, und da sie glauben, damit schon gewonnen zu haben, werden sie vernünftiger und wiegen sich in Hoffnungen. Deshalb habe ich mit Worten Ja gesagt. Im Übrigen vertraue ich auf die Götter
und das Schicksal, welches von Anfang an über unsere Liebe gewaltet hat. Ein oder zwei Tage haben oft schon Rettung gebracht, und das Glück ist stärker und erfinderischer als alle menschliche Berechnung. So habe ich, was jetzt schon unmittelbar drohte, mit Geschick hinausgeschoben. Die sichere Gefahr des Augenblicks mit der Vertröstung auf eine unsichere Zukunft abgebogen. Wir müssen die Komödie nun, Liebster, wie eine Kriegslist weiterspielen und darüber schweigen, selbst gegen Knemann. Er ist zwar freundlich zu uns und ein Grieche, aber schließlich ein Gefangener, der, wenn es darauf ankommt, immer zu seinem Herrn halten wird. Wir sind seiner Treue weder durch die Erfahrung einer langen Freundschaft noch durch Blutsverwandtschaft sicher. Sollte er unser wahres Verhältnis ahnen, müssen wir leugnen, wenigstens vorerst. Bisweilen ist eine Lüge berechtigt, wenn sie dem, der sie ausspricht, nützt und dem, der sie hört, nicht schadet. So suchte Chariclia, Theagenes zu beruhigen. Da kam Knemon in höchster Eile angerannt. Schon sein Gesicht verkündete seine Erregung. »Hier ist das Heilkraut«, Theagenes rief, »er leg es auf deine Wunden, damit sie sich rasch schließen. Wir müssen uns aufs neue Leiden gefasst machen und auf Mord und Totschlag.« Theagenes bat ihn, sich deutlicher zu erklären. »Dazu ist jetzt keine Zeit mehr. Ich fürchte, die Ereignisse sind sonst rascher als das Wort. Komm schleunigst mit mir, auch Chariclia muss folgen.« Er nahm sie mit zu Thyamis, der gerade seinen Helm putzte und den Wurfspeer schärfte. »Da bist du ja gerade bei der richtigen Arbeit«, rief Knemann. »Leg nur gleich die Waffen an und befiehl deinen Leuten, dasselbe zu tun. Wir sind von einer feindlichen Übermacht eingeschlossen wie noch nie. Sie sind schon ganz nahe. Dort kommen sie über die Höhe. Ich bin gelaufen, so sehr ich konnte, um dich vor dem Überfall zu warnen. Unterwegs habe ich den Leuten, die ich traf, zugerufen, sich bereit zu machen.« Bei dieser Nachricht sprang Thyamis auf. Seine erste Frage galt Chariclia. Er fürchtete mehr für sie als für sich. Knemon wies auf die Tür, vor der sie wartete. Thyamis nahm ihn beiseite. »Führe sie in unsere Schatzhöhle, mein Lieber«, sagte er. »Wenn du sie in Sicherheit gebracht und den Eingang wie gewöhnlich verschlossen hast, komm zurück. Den Kampf lass dann meine Sorge sein.«